Hallo YouTube, was ihr gleich seht, ist ein kurzer Impuls, den ich anlässlich der Tagung Verflechtung 2 gegeben habe. Bei dieser Tagung ging es um das Thema Medienbildung und Wissen in der Hochschule und ich hatte das Gefühl, dass die ganzen Möglichkeiten, die die Medien bieten, überhaupt nicht ausgenutzt wurden und von daher wollte ich das zum Denkanregen geben. Ich habe einfach kurzerhand das Ganze auf Periscope gestreamt, dummerweise ist deshalb auch die Qualität nicht so besonders, seht's mir nach. Das tatsächlich jetzt ins Internet. Das heißt, ich bediene mich einfach der Möglichkeiten, die es gibt. Nämlich seit ungefähr 15 Jahren, gibt es diese Möglichkeiten, dass man eben vom Konsument zum Produzent werden kann. Und es gibt so viele Werkzeuge, die man nutzen kann. Von der Wikipedia über Blogs und Podcasts oder eben auch dieses schöne Medium Videos. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schief, ne, liebe Zuschauer im Netz da draußen. Aber Musik spielt erstmal hier. Mein Impuls geht einfach darum, nochmal, habe den Mut, dich deiner Möglichkeiten zu bedienen. Und ich war noch ein bisschen irritiert, als ich das erste Mal so an diese Tagung ging. Denn es gibt eigentlich viele Möglichkeiten. Es geht um das Thema Medien und das, was ich da gesehen habe, war jetzt gar nicht so. Also ich fand die Medien über die Möglichkeiten, die es so gibt, die wurden gar nicht ausgeschöpft. Ne? Warum nicht zum Beispiel die Abstracts vorher zur Verfügung stellen oder in Videoform kleine Statements, die man vorher diskutieren kann, dass man nicht so ganz unvorbereitet kann, was es dann gab, waren Überschriften zu Vorträgen. Die Oberüberschrift über diese Veranstaltung war Arbeitstagung und dann habe ich ganz viele Vorträge gesehen, also Vortrag hier, Vortrag da, mit Titeln, die mir, also ich bin Praktiker, einige Titel sagen mir überhaupt nichts, habe ich nicht verstanden, was dahinter steckt. Das ist immer meiner Fachrichtung wahrscheinlich geschuldet. Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Also viele Vorträge. Liegt natürlich jetzt gar nicht an den Organisatoren der Tagung. Das liegt an allen, wenn nicht vielleicht nicht an allen, die sitzen, aber allen diejenigen, die was beigetragen haben. Es kamen ja hauptsächlich Vorträge zu einer Arbeitstagung. Das hat mich komplett verwirrt, warum nicht andere Möglichkeiten nehmen. Nicht nur mediale Möglichkeiten, sondern auch Möglichkeiten der Formate, die man natürlich verschiedentlich medial unterstützen kann. Wurde gar nicht ausgeschöpft. Hat mich nur gewundert. Das Gleiche sehe ich häufig natürlich auch in, also Hochschuldidaktik, jetzt kommen wir zu dieser Frage, wo berührt ich das selber? Das sehe ich häufig auch bei Lehrenden. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man nutzen könnte und manchmal, glaube ich, fehlt einfach der Mut. Dann kommen so viele Bedenken, die auch natürlich erstmal berechtigt sind. Es gibt urheberrechtliche Bedenken und oben durch das meine Studierenden und was denken vielleicht meine Kollegen, ne, über mich, wenn ich jetzt so ein Video hier öffentlich streame, weiß ich nicht, was die Welt über mich denkt. Vielleicht gibt es schon Kommentare, die kann ich gerade nicht sehen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und einfach mal zu machen, sehe ich nicht. Jetzt sind wir in meinem Feld, ne? Ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe, den Leuten vielleicht die Angst zu nehmen, ein bisschen Mut zu machen. Und da sehe ich sogar in der Hochschuldidaktik ein Problem, nämlich dass viele Leute auch gar nicht so mit den Medien umgehen wollen und das nicht möchten. Ja, also das ist das Nächste, da fehlt auch der Mut, sich dieser Möglichkeiten mal zu bedienen und sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, jetzt habe ich alle hier im Raum irgendwie ein bisschen gedisst. Ja? Also wenn jetzt gleich dieser Stuhl hier nicht voll wird, also mit Leuten, die jetzt mitdiskutieren möchten, die ich jetzt irgendwie kurz angeregt habe zu einem Impuls, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Ich wiederhole es aber nochmal, habe den Mut, dich deine Möglichkeiten zu bedienen und mache mich einfach dafür verantwortlich, wenn irgendwas nicht passiert.